Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Mitarbeitermittwoch. Ich bin Lara, 20 Jahre alt und mache meine Ausbildung zur Medienkauffrau. Heute haben wir uns wieder mal zwei Kolleginnen geschnappt, die in unserem wunderschönen Glücksrad drehen dürfen. Unser Glücksrad hat vier Kategorien. Einmal die unangenehme Frage, die Aufgabe, die erledigt werden muss, die Entweder-Oder-Frage oder den Joker. Ich bin die Sandra, ich bin seit 1. Juli jetzt im Team von Oberpfalz Medien, bin da im HR, Personalreferentin und komme aus Kümmersbruck. Mein Name ist Isabel Katrin, ich habe hier meine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht, meine Ausbildung beendet, bin jetzt im Unternehmen geblieben und unterstütze weiterhin das Team Magazine. Kuss geht raus. Yay, super, toll. Ich fange das schon gut an. Die unangenehme Frage ist, was war das Letzte, das du auf deinem Handy gesucht hast? Das Letzte, was ich auf meinem Handy gesucht habe? Das ist gerade, oh Gott, das ist peinlich. Also es ist jetzt nicht so peinlich, aber das war tatsächlich irgendwas wegen Animal Crossing, ob man diese Sternsplitter so vermehren kann wie Sternisäcke. Deine Aufgabe ist es, dass du ein Kamel zeichnest. Oh Gott! Ich kann überhaupt nicht malen. Okay, also ich kann halt echt null zeichnen. Es hat nur drei Beine eigentlich. Das heißt 1, 2, 3, 4. Okay. Oh, schön. Ach, das ist. Ach Mann! Deine unangenehme Frage ist, hast du schon mal so getan, als wärst du krank? Nee, tatsächlich nicht. Bin sehr brav. Was das betrifft? Nee. Oder? Instagram oder TikTok? Instagram. Für TikTok bin ich glaube ich ein bisschen. Ja, es hat schon Suchtfaktor, aber auf jeden Fall Instagram. Entweder oder. Entweder oder. Entweder in die Zukunft reisen, um dort zu leben, oder in die Vergangenheit reisen, um dort zu leben. Weder noch. Gibt's nicht. Nein. Dann eher in die Vergangenheit. Weil ich fände die 20er, glaube ich, mal spannend. So Great Gatsby-Zeit. Echt cool. Charleston. Ja, doch. Aber Zukunft auf keinen Fall. Eine Frage. Was ist deine Entschuldigung, dass du nicht trainierst? Dass ich nicht trainiere? Mhm. Was trainiere ich noch nicht? Boah, ach so. Yoga, du machst das so viel. Ach so. Mein neuer Job vereinnahmt mich gerade sehr. Ich muss erstmal ankommen und dann habe ich dafür wieder Zeit. Joker, ich darf dir eine Frage stellen. Was machst du gerne in deiner Freizeit? In meiner Freizeit bin ich eigentlich immer gerne unterwegs, egal ob das irgendwie mit Freunden ist oder beim Sport machen. Jetzt oder wenn das Wetter gut ist, auch gerne draußen. Was machen wir da jetzt? Joker. Was ist dein Lieblingsessen? Veganes Sushi. Das war's wieder mit unserem spannenden Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mitarbeitermittwoch wieder.